Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Und da haben wir uns ja nicht ganz so klug angestellt in den letzten Folgen. Also in der letzten Folge ganz besonders. Da kamen wir nicht so schnell weiter. Aber wir gucken mal, dass wir hoffentlich jetzt ein bisschen besser vom Fleck kommen. Dazu müssen wir erstmal schauen, wo müssen wir denn hin. Also, wir haben wieder einiges erfahren darüber, was in der Firma so vor sich ging. Gegen Ende der 80er. Und was mit Cave Johnson passiert ist. So, wir können dort oben auf jeden Fall hin. Und was mit Carolyn eventuell passiert ist. Da können wir nicht rein, aber prinzipiell ist das schon mal viel wert, dass wir oben sind. Denke ich, hoffe ich. Oder? Ja, ich denke schon. Denn wir werden... Ja, wir werden da lang müssen. So, die Frage ist, komme ich hier runter wieder? Ich möchte ja hier runter und mich irgendwie irgendwo fallen lassen. Geht das? Ah, guck mal. Ja, so. Und jetzt... Oh, war ja. Kriege ich das hin? Hüp! Ja, kriege ich hin. So, ich habe eine Idee. Und zwar, ich werde jetzt einfach mal hier runterspringen. Ich weiß nicht, ob das schon hoch genug ist. Aber ich vermute mal. Und hüp! Ja. Ach. Gut, die Idee war schon mal nicht schlecht. Wir machen es auch einfacher. Wir können einfach da hinsetzen, das Portal, so. Die Idee war schon mal nicht schlecht, die Ausführung leider mangelhaft. So, jetzt nochmal. Hep. Exzellent. So, dann sind wir jetzt hier oben. Und hier kommt blaue Farbe. Ah ja, okay. Pass mal auf. Ach. Das war direkt richtig, glaube ich. So, was passiert denn, wenn wir hier drauf? Dann springen wir weg. Genau. So, jetzt machen wir das gleiche Spiel nochmal. Ich muss das blaue Portal nehmen. Und hepp. Und müssen jetzt hier auf das blaue kommen. Und ja. Gut, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass wir jetzt hier oben landen. Aber es war ja alles richtig. Oh, und hier ist extra angemalt. Caution, nicht runterfallen bitte. Das ist ja sehr liebenswert. So, hier haben wir auch eine Portalfläche, wo wir was hin tun können. Da oben müssen wir hin. Also, dann gucken wir mal. Ah, okay. Okay, ich vermute Folgendes. Aber das wird uns doch nichts bringen, so, oder? Wenn ich jetzt hier hochkomme und hier runterspringe wieder, das bringt mir doch leider gar nichts, oder? Kommt da keine blaue Farbe mehr raus? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. So, also was passiert denn? Wenn ich mich hier hochkatapultieren lasse, das wird nichts bringen. Vermute ich ganz stark. So, was gibt's denn hier hinten? Von hier kamen wir ja. Können wir hier einfach ganz einfach? Nee, können wir nicht. Kommen wir von hier oben rauf? Theoretisch ja. Theoretisch ja. So.
Okay, ich habe eine Idee vielleicht. So, ich probiere mal was. App. Ja, das war die richtige Idee. So, und jetzt... Nein, nein. Ach, so, genau, perfekt. Jetzt sind wir doch da. So, hat da alles geklappt. Na, seht ihr. Ich kann es doch noch relativ... Nicht ganz so gut wie am Anfang, aber es wird ja auch nicht einfacher. So, jetzt haben wir hier leider drei Farben. Alle drei. Das wird es nicht einfacher machen. Hä, wo müssen wir? Wir müssen da hoch. Okay, wir müssen da hoch. Das können wir wie erreichen? Indem wir... Okay, da ein bisschen was vollschmattern. Und hier vielleicht. Okay, das hat nichts gebracht. Ich hätte gern hier irgendwie was. Haben wir hier eine Plattform? Nein, aber da auch nicht. Achso, so, wir haben jetzt hier an der Wand ein bisschen was. Na komm schon. Ach, das klappt nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Da auch nicht, das ist pure Verschwendung. Hier auch. Gut, hier haben wir jetzt auf jeden Fall... Theoretisch hätte ich ja eine Idee, aber ich glaube, das reicht so nicht. Wir müssten... Ja, wir müssten irgendwie näher da noch ran. Was aber nicht geht... Ach. Doch blöd. Hä, aber es, ich habe doch da... Okay, also was müssen wir machen? Wir haben hier zum einen dieses Orangene. Das bewirkt, dass wir schneller werden. Und das andere bewirkt, dass wir springen. Aber scheint mir nicht das Rätsels Lösung zu sein. Wir müssen da irgendwie was hinkriegen. Ja. Ah ja. Okay. Ich habe es gesehen. So. Genau, da soll es hin. Perfekt. So, und jetzt brauchen wir... Ja. Genau, jetzt brauchen wir hier... Nein, das war falsch. Das war falsch. Oder? Geht's immer noch? Nee, natürlich nicht. Ach. Du warst doofes. So, passt auf. Ich muss jetzt hier das erstmal alles wieder weiß machen. Genau. Jetzt muss das Blaue dorthin. Und das Orangene hier. Dann müssen wir das hier alles so ein bisschen voll müllen. Okay, dann hätte ich vielleicht eine Idee. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Pass auf. So, ich renne jetzt hier an. Okay. Na, ein bisschen höher, das blaue Portal. Da ungefähr. Dann könnte es passen. Nochmal, bitte. Und hepp. Jawohl. Oh. Ach, oh weia. Tatsache. Oh, war ja. Okay, das ist schon richtig hier. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen was Blaues.
Natürlich nicht. Okay, ich brauche Weiß. Ich brauche Weiß. Ich brauche Weiß. Hier. So. Nummer 1. Genau. Perfekt. So, und dann brauchen wir hier Blau. Und dort Orange. Perfekt. Na, komm, noch ein bisschen mehr Blau. So, das müsste passen. So, und jetzt machen wir genau das gleiche nochmal. Und dann sollten wir eigentlich... Ach, nee. Okay, Moment. Ich muss das Ganze hier nochmal ordentlich einfärben. Exzellent. So, und weiter geht's. Hep. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und 4. Gut, wir sind zwar durch die ganzen Rohre hier durchgeflogen, aber das betrachten wir jetzt mal nicht. So, hier gibt es auch nochmal weiße Farbe. Was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Okay, also wir können hier was setzen. Das war... vielleicht nicht so der Sinn der Sache. Kommen die Dinger da an? Jetzt mal, nee, ist ja Blödsinn. Die springen natürlich... Kann ich von hier schießen? Nee, das kann ich nicht. Aber ich kann so jederzeit zurück. Theoretisch, hep. Wir müssen da oben hin. So. Ich stehe wieder mal etwas auf dem Schlauch. So, Moment. Ich möchte nochmal zurück. Ich möchte nochmal zurück. Dazu brauchen wir Folgendes. Hier ein bisschen Blau. Genau. So. So. Und jetzt nochmal, bitte. Hep. Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt landen wir hier wieder. So, die Frage ist, was können wir jetzt hier machen? Was übersehe ich wieder? Was übersehe ich? Wir haben hier... Ah. So. Na, guck mal an. Jetzt sind wir hier und es muss weiter nach oben. Und zwar... Hä? Hey. Kann ich da nicht durchschießen? Ich kann da nicht durchschießen. Ist ja unerhört. Hallo? Okay, jetzt kann ich das da... Ach, guck mal. Ist das alles richtig, was ich hier mache? Hm, sag mal. Boah, es ist ja... voll gesabbert. Moment, so, und jetzt... hier ein bisschen... Na komm, noch ein bisschen mehr. Doch nicht. Das muss doch gehen. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn der Sache, dass ich hier jetzt alles vollschmadder. Oder doch? Oder doch? Das
Wir müssen irgendwie da oben was hinkriegen. So ist der Plan. So vielleicht. Kommt da was drüben an? Eigentlich? Nee, weiter oben. Auch nicht. Das landet da irgendwo. Da unten. Na super. Alles vollgeschmattert. Das will ich ja nicht. Ja. Und hier komme ich nicht rein? Warum denn nicht? Aber hier, okay. Gut. Einfach mal ordentlich gucken. So. Dann müsste jetzt hier irgendwo was kommen. Oh, oh weia. Was passiert denn hier? Okay. Das wollte ich so nicht, aber das hat geklappt. Huch. Wo ist jetzt oben und unten? Wo bin ich? Jetzt mal ganz ehrlich, wo stehe ich denn gerade? Ist das hier nach oben? Das ist gerade extrem verwirrend. Moment, hä? Kommt gerade gar nicht klar. Ach so, okay. Nee, von da unten kommen wir so. Richtig, jetzt können wir hier hoch. Das war ja gerade... Das war extrem komisch. So. Und... Können wir jetzt irgendwo ein Portal setzen? Geht das? This way up. Also quasi überall. Klar, aber das ist ja... Von da unten kommen wir. Und dann da. Das muss schon richtig sein, denke ich. Das ist hier gerade irgendwie extrem komisch. Weil hier jetzt ist die Wand und da komme ich nicht hoch. Also, pass mal auf, dann machen wir mal Folgendes. Wo kommt denn dieses Geräusch her? Ey, das ist ja ganz seltsam. Ich komme ja auch nicht mehr zurück, ne? Nee. Außer ich würde halt durchs Portal gehen. Ist aber... Ach ja, ich habe genau das falsche Portal gesetzt. Applaus, Applaus. Aber das kann ja dann nicht falsch sein, weil wenn man hier keinen setzen könnte, wäre das ja... So, ich will mal hier hin. Oh, war ja. Da. Ja, ich wusste es doch. Huch. Okay, wie wir das jetzt gemacht haben, keine Ahnung. Wir haben uns auf jeden Fall irgendwie hier durchgemogelt. Und sind jetzt in diesem riesen Raum hier. Meine Güte. Und dann will ich auch nochmal auf die Frage eingehen vom lieben Schnitzel in der letzten Folge, auf die ich nicht eingehen konnte. Warum ich überhaupt angefangen habe, hier solche Let's Play-Videos zu machen. Das hatte eigentlich, keine Ahnung, ich hatte schon immer dieses Fable für Computerspiele im Prinzip. Und ich habe Let's Plays immer sehr häufig geguckt, als ich noch zur Schule ging. Da hatte ich noch viel Zeit und da habe ich noch sehr, sehr viel geguckt. Im Prinzip bei Gronkh und den ganzen großen Größen und auch schon, als alles noch gar nicht so bekannt war. Ich weiß nicht, ob ihr noch Alligator 1024 kennt. Der macht ja mittlerweile nichts mehr. Besser bekannt, glaube ich, als Iblali jetzt. Ich weiß es nicht. Das waren viele bekannte Leute damals. Und ja, irgendwann hat mir, sage ich mal, gucken nicht mehr gereicht. Da wollte ich irgendwie selber spielen. Und ja, und dann habe ich einfach mal angefangen mit Rollercoaster Tycoon 3 damals. Das kennt ihr ja sicherlich noch alle. Der Lucky Wirt zum Beispiel, das ist ja einer... der ganz Treuen, die schon seit Anfang an dabei sind, finde ich ziemlich cool. Und dann, den Rest der Story kennt ihr ja.
Und mehr gibt's da eigentlich nicht zu erzählen. Also, so eine richtige... Weiß ich nicht, dass ich gesagt habe, hey, ich will jetzt unbedingt Karriere machen auf YouTube oder so. Blödsinn. Also, das war nie der Sinn der Sache. Einfach nur, weil ich Spaß am Spiel habe. Und deswegen dachte ich mir, probier's es mal aus. Und dann bin ich dabei geblieben, so ein bisschen. Von daher, das war's, Schnitzel. Ich hoffe, das reicht dir als Antwort. Wenn nicht, frag weiter. Frag weiter und ich probiere es zu beantworten. Gut. Hören wir jetzt hier schon auf? Ich weiß es nicht. Machen wir noch weiter? Ein bisschen? Ja, komm. Bisschen was machen wir noch. So, hier haben wir, das sieht alles so extrem kompliziert aus hier. Also ich muss mich erstmal wieder umgucken. Also, da oben müssen wir höchstwahrscheinlich hin. Gehe ich mal fest von aus. Schauen wir uns mal da oben, da hinten um. Kommen wir hier durch? Natürlich nicht. Aber hier ist eine Wand, da können wir ein Portal setzen. So. Hep. Jetzt stehen wir erstmal auf dem Silo. Sehr gut. Hier haben wir so einen guten Überblick. Ja, ich habe die ganz starke Vermutung, dass wir darüber müssen. Und damit die ganzen Pumpen hier anschmeißen. Und das würde ich gerne noch probieren. Dass wir das noch hinkriegen in dieser Folge. Haben wir schon ein bisschen Vorarbeit geleistet im Prinzip. So, hep. Huch. Aua, gut, das war blöd. Okay, pass auf, dann gehen wir hier nochmal hoch. Und überlegen, wie kommen wir da oben hin. Ich schaue mir mal an, was es da drüben gibt. Hep. Da gibt es eine Tür. Die wird höchstwahrscheinlich nicht aufgehen. Die sieht nämlich verschlossen aus. Genau. Aber wir haben hier eine Öffnung. Genau, perfekt. Das sieht mir richtig aus. Und dann werden wir uns hier einfach mal... Ja. In die Tiefen stürzen. Hep. Welches Po? Keine KI kann ihnen widerstehen. Ich weiß, wie wir ihn besiegen. Paradoxen. Ah, ich verstehe. Okay. Klar, solche Paradoxen, wie soll ich sagen? So Widersprüchlichkeiten zum Beispiel oder auch Pi. Pi berechnen ist ja eine super Aufgabe für einen PC. Da sitzt er nämlich ewig. Und GLaDOS hat scheinbar einen Plan. Und wir drücken mal diesen Knopf. Huch. Okay. Was passiert hier? Okay, das scheint richtig gewesen zu sein. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Break. Und wir schauen uns das in der nächsten Folge an, was wir als nächstes machen müssen. Und wir kommen Wheatley nach und nach immer näher, immer näher. Und wir werden ihn herausfordern, wenn es soweit ist. Weil uns bleibt ja leider nichts anderes übrig, unseren Freund ja, irgendwie zu überrumpeln. Und GLaDOS wird uns dabei helfen. Naja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Genau, das ist nämlich die Freitagsfolge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitagabend, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns am Montag in der nächsten Folge von Let's Play Portal 2. Macht's gut und ciao, ciao, euer Valerius.